Insofern ist es noch einmal wichtiger zu sehen, welche Herausforderungen sich aus der neuen BGH-Rechtsprechung ergeben. Was ist da passiert in den letzten Monaten, Stefan Michaelis? Ja, Herr Freienhagen, Ihre Ankündigung war länger als mein Vortrag, aber da danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für. Und ich will eigentlich mehr oder minder schnell auf den Punkt kommen, sag ich mal, mit den BGH-Entscheidungen, die da so gesprochen wurden. Den einen Fall, den sollten Sie wirklich alle kennen. So, und wenn Sie ihn nicht kennen, Sie können jetzt sagen, Michaelis, du bist wieder super langweilig, weil du schon wieder diesen Ofensetzerfall aus dem Hut zauberst. Aber ich möchte ihn nochmal ansprechen und auch nochmal diesen deutlichen Lesetipp aussprechen. Wer also diese Entscheidung nicht gelesen hat, der kann nicht vernünftig mitreden. Frau Pagel wird dazu noch ein bisschen mehr berichten. Ich möchte nur eine Botschaft Ihnen auf den Weg geben. Was war die Kernaussage dieser Ofensetzerentscheidung? Der Makler hat eine Deckungsnote schnell geschrieben, hat er gesagt, das ist ein Ofensetzer, dann hat er mit dem Kunden telefoniert und hat ein Komma gemacht, inklusive dazugehöriger Fliesenlegearbeiten. So, und was ist passiert? So ein Pumpensumpf hat einen riesen Schaden verursacht und der Versicherer hat gesagt, überhaupt nicht richtig eingedeckt. Ja? Überhaupt nicht richtig eingedeckt, wir leisten nicht und dann ging das, wie gesagt, bis zum BGH. Der Kunde hat natürlich die Wahlmöglichkeit, ob er gegen den Versicherer vorgeht oder gegebenenfalls direkt den Makler in Anspruch nimmt. So, und wo war dann sozusagen der Knackpunkt? Wo konnte man sagen, hier hat der Makler etwas falsch gemacht? Wie kann das sein, dass dieser arme Makler haften musste? Ja, das ist doch eigentlich, sag ich mal, nicht ohne weiteres nachzuvollziehen. Und da hat der BGH gesagt, wenn er mit dem Kunden telefoniert und diese Informationen bekommt, diesen Anlass hat, zu sagen, der macht auch Fliesenlegearbeiten, dann kann man nicht nur schreiben, inklusive dazugehöriger Fliesenlegearbeiten, sondern dann muss man fragen, was machst du noch? Das hat der BGH als so bedeutend erachtet. So, und von daher muss eigentlich Ihr Beratungsdokument wie folgt aussehen. Wünsche und Bedürfnisse des Kunden und dann nochmal eine neue Rubrik, die Sie spätestens heute reinsetzen, Nachfrage. Nachfrage, Doppelpunkt irgendwie. Was könnte man noch irgendwie nachfragen, dass man sagt, der Makler hat standardmäßig, schreiben Sie es rein, der Makler hat nochmal nachgefragt, ob es irgendwie noch weitere Risiken gibt oder Risikobeschreibungen oder Versicherungswünsche, die Sie irgendwie realisieren können. Aber, und das ist eben diese Kernaussage, in der Literatur gibt es ganz viele Pflichten, was ein Makler zu tun hat und neu hinzugekommen ist eben auch noch die Nachfragepflicht bei der Vermittlung eines Vertrages. Wer weiß, ob es auch noch Nachfragepflichten im Rahmen der Betreuung eines Vertrages irgendwann mal geben wird. Aber fragen Sie, wie gesagt, nach und dokumentieren Sie das, dass Sie nachgefragt haben. Das ist meine kurze Kernbotschaft und das verlangt der BGH im Rahmen der aktuellen Rechtsprechung. So, und dann haben wir immer diese Umdeckungsproblematiken. Die haben wir auch im Sachbereich. Da sage ich mal, so hat ein Makler schnell ein Problem, wenn er im Bereich Rechtsschutz die ARB 75 umdeckt und der Kunde dann sagt, ich habe hier Kapitalanlageprodukte, sind die denn eigentlich noch versichert oder nicht? Da verschlechtert sich sozusagen das Produkt und da haben wir auch schon einige Streitfälle eben begleiten müssen. LV ist natürlich so der typische Zankapfel, dass man sagt, wenn eine LV umgedeckt wird irgendwie, warum wird das eigentlich gemacht? Damit hatte sich der BGH beschäftigt und hat natürlich gesagt, über auch die steuerlichen Nachteile muss dann der Makler aufklären und beraten. Da können Sie nicht sagen, ich bin ja nur Makler und ich darf keine Rechtsberatung machen, schon gar keine Steuerberatung. Nee, sagt er, eigentlich der umgekehrte Fall, wenn Sie ihm mal das Produkt in Anführungsstrichen verkauft haben und haben gesagt, das hat steuerliche Vorteile im Ablauf, dann müssen Sie, wenn Sie jetzt umdecken, nochmal den Vertrag auch, sag ich mal, auf die steuerlichen Nachteile hinweisen, die es daraus ergeben können. Und von daher heißt es dann einfach, es muss in der Dokumentation drinstehen. Alles, was Sie, sag ich mal, Ihrer Frau, Freundin, Familie, besten Freunden so anempfehlen würden, dass man sagt, das muss ich dir mal gesagt haben, das muss in einer Dokumentation drinstehen. Von daher denken Sie da an die Abschlusskosten, denken Sie an die Garantiezinsfragen, denken Sie an sonstige vorstellbare Nachteile, die man haben könnte. Das sollte sauber dokumentiert sein, weil sonst sagt eben der BGH, wenn das nicht hinreichend dokumentiert ist, dann muss der Makler wiederum den Beweis erbringen, dass tatsächlich darüber gesprochen wurde, dass diese Warnhinweise gegeben wurden. Die würden sich ja logischerweise quasi aufdrängen, dass man eben solche Themen angesprochen hat. Wenn die nicht der Fall ist, dann sagt der BGH, das ist eine Beratungspflichtverletzung. Und
Er sagt eben auch, wenn die Dokumentation da einfach nur lückenhaft ist. Und da drin steht, der Kunde wollte unbedingt eine Umdeckung seiner Lebensversicherung haben und hat sie eigentlich auch bekommen und ist aus, sag ich mal, einem schlechten Produkt vielleicht raus, was auch objektiv schlecht sein kann, und vielleicht in ein subjektiv gutes Produkt rein und wollte vielleicht einen Fondssparplan oder sonst was machen, dann gilt es trotzdem, diese Aspekte zu berücksichtigen. Jetzt kommt natürlich der letzte Satz nochmal, wo kein Kläger ist, ist auch kein Richter. Also wenn er nie einen Schaden hat irgendwie oder haben könnte, dann ist natürlich nichts, was man geltend machen kann. Aber erstmal ist das ein Riesenproblem. Also, wie gesagt, Werthaltigkeit Ihres Unternehmens ergibt sich aus einer vollständigen, umfassenden Dokumentation inklusive Nachfrage. So, und jetzt nur noch mal auch ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, weil wir bestimmt einen Schadenfall die Woche haben, den wir zu bearbeiten haben für den Versicherungsmakler, wo ein Haftungsproblem entstanden sein könnte. Und komischerweise bekommen wir häufig keine Maklerverträge und wir können auch keine Beratungsdokumentation bekommen. Das ist die Lebenswirklichkeit. Also wenn Sie jetzt hier sind, irgendwie vielleicht ist es bei Ihnen alles anders, weil Sie wirklich an rechtlichen Themen interessiert sind und sich fortbilden und da am Ball sind und sagen, wir wollen das Beste und wir wollen sauber dokumentieren. Aber wie gesagt, die Lebenswirklichkeit ist so, viele machen es nicht. So, und da gibt es eine ganze Reihe von Rechtsprechungen, die will ich Ihnen einfach nur mal aufzeigen, dass Sie sich das Ganze, auch wenn Sie es wollen, nochmal nachlesen können. Das Problem ist, die OLGs, Saarbrücken und München, fingen damit an und sagten, ja, dann muss es so eine Beweislastumkehr geben. Nicht? Das steht auch schon in der Gesetzesbegründung drin. Dann muss es Beweiserleichterungen geben. Ich würde gerne mal mit Schwintowski darüber streiten, dass ich sage, es gilt eigentlich der Strengbeweis. Der Strengbeweis bedeutet, zu 100% muss man der Richter davon überzeugt sein, dass hier ein Fehler gemacht wurde. Und diese, sag ich mal, die juristischen Dogmen werden aufgeweicht, indem der BGH quasi diesen Anscheinsbeweis eben auch zulässt. Ja, und einfach dann die Vermutung ist, naja, er kehrt die Beweislast um und es wird erstmal vermutet, dass der Makler nicht richtig beraten hätte. Und das ist, sag ich mal, hat eben weitreichende Folgen. Wenn wir eine Beweislastumkehr haben, dann wissen Sie, die alte Sachwalterentscheidung hat ja eh schon die Beweislast umgekehrt. Ja, dann müssten Sie beweisen, dass Sie keine Pflichtverletzung begangen haben. Sie müssten beweisen, dass kein Verschulden vorliegt. Sie müssten beweisen, dass kein Schaden eingetreten ist oder dass eben auch keine Kausalität zu einem Schaden gegeben ist. Und deshalb präge ich das Bild, das ist ein Elfer ohne Torwart. Ja, auch als bekennender HSV-Fan oder so. Aber das ist wirklich, das ist tödlich. Sie müssen dann immer in allen Punkten beweisen, dass Sie richtig beraten haben. Und das ist selbst für die besten Anwälte dann nicht mehr zu gewinnen. Also merken Sie sich einfach dieses Bild, welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Und um Ihren Wert eben zu steigern, kann ich nur sagen, ohne Dokumentation 100%iges Haftungsrisiko, wenn es denn in irgendeiner Weise versicherbar gewesen wäre. Und deshalb tun Sie mir diesen Gefallen, dass wir sagen, wir wollen alle Fälle für Sie gewinnen, aber das setzt eben das Vorhandensein einer Dokumentation voraus. Und Sie wissen zudem, dass Lücken in der Dokumentation dazu führen, dass eben Ihnen hier die Darlegungs- und Beweislast nahegelegt wird, eben auch diese nicht niedergeschriebenen Dinge entsprechend zu dokumentieren. Und wenn ich jetzt eben eine rechtliche Bewertung machen würde Ihres Unternehmenswertes und ich würde da reinkommen, würde mir mal ein paar Akten ansehen und sage, ja, schön, dass es da irgendwie Anträge gibt, säckeweise Bestandsübertragung, aber eine Dokumentation ist überhaupt nicht vorhanden, dann würde ich halt jedem potenziellen Käufer dringend abraten, so etwas zu übernehmen, es sei denn, Sie garantieren, dass Sie für alle Schadenfälle, die mal irgendwie entstehen kommen, einstehen, und das ist, wie gesagt, eigentlich nicht zumutbar. Deshalb meine Botschaft einfach nur noch mal, auch wenn es total lästig ist, dokumentieren Sie, es ist das A und O der Enthaftung, und die Rechtsprechung, gerade diese aktuelle Rechtsprechung, bestätigt das, hat sozusagen jetzt ins Dogma gesetzt, die Instanzgerichte sind angehalten, danach zu verfahren und das entsprechend umzusetzen, und das könnte bedeuten, dass eben noch viel mehr Maklerhaftungsfälle möglicherweise akut werden, weil die Sichtweise des Bundesgerichtshofes hier Ausstrahlungswirkung auf die Instanzen hat. Ja. Insofern, wir veröffentlichen gerne nochmal, dass es rechtsdogmatisch falsch ist, hier eine Beweislastumkehr irgendwie zu machen, aber das wird, sag ich mal, mit einem müden Lächeln wird es dann vielleicht mal zur Kenntnis genommen. Der BGH, der jetzige, hat sich da klar positioniert und festgelegt, deshalb seien Sie da auf der Hut. In diesem Sinne bin ich schon wieder durch und freue mich über einen kleinen Applaus. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Stefan Michaelis, den wir später auch noch mal hören werden zu einem anderen Thema.